Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Frau Wagenknecht, Sie haben ja jetzt schon einiges zu hören bekommen, aber ich will mich auch ein Stückchen weit bei Ihnen bedanken, nämlich, dass Sie wirklich ein Stückchen weit Einblick in Ihr Weltbild und Ihr Menschenbild gegeben haben. Wenn es nach Ihnen geht, muss alles gleich sein. Und erst wenn wirklich jeder Arbeitslohn gleich ist, jeder Tarifvertrag gleich ist, dann sind Sie zufrieden. Aber nehmen Sie doch einfach mal zur Kenntnis, dass Sie damit nicht 43,5 Millionen Menschen in Arbeit bringen. Wir und die Bundesregierung, die hat Verantwortung übernommen. Sie macht eine Arbeitsmarktpolitik, die möglichst viele Menschen in Arbeit bringt. Und darüber hinaus will ich Ihnen auch sagen, wenn Sie Ihre Andeutungen, was unsere Parteispenden angeht, sind wirklich unredlich. Und unsere Parteispenden kommen schließlich nicht aus einem SED-Vermögen. Also von daher sollten Sie sich an der Stelle wirklich zurückhalten. Also, Herr Stegemann, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Nein, ich werde erst mal meine Rede vortragen, aber Sie können dann ja gerne später intervenieren. Ja, also heute legen wir den Gesetzentwurf über die Änderungen in der Arbeitnehmerüberlassung vor. Vor beinahe 3 Jahren haben sich die Regierungsparteien in den Koalitionsverhandlungen auf die Eckpunkte geeinigt. Seitdem wurde intensiv um die Umsetzung gerungen. Die Öffentlichkeit hat dies stets mit reger Beteiligung begleitet. Und um es ehrlich zu sagen, alleine die Zeit zeigt, es war keine einfache Geburt. Damals wie heute war und sind die gesetzlichen Eingriffe nicht unumstritten. Ich möchte Ihnen aber sagen, wir haben einen guten Kompromiss erreicht. Das Gesetz wird neue Leitplanken setzen und seinen Teil dazu beitragen, dass sich Zeitarbeit in positiver Weise weiterentwickeln kann. Nach wie vor gibt es Bedenken gegenüber einem Instrument auf dem Arbeitsmarkt, das sich mittlerweile fest etabliert hat. Und das, obwohl die Branche in den vergangenen Jahren große Schritte unternommen hat, um aus der Schmuddelecke herauszukommen. Dazu beigetragen hat sicherlich auch die Politik der letzten Bundesregierung. Sie hat die schwarzen Schafe der Branche schon einmal in die Schranken gewiesen. Kaum ein anderes Thema in der Arbeitsmarktpolitik wird so ideologisch aufgeladen diskutiert. Dabei will es so manchem Vertreter nicht gelingen, sein angestammtes Rollenbild hinter sich zu lassen. Demnach ist Zeitarbeit per se prekär, der Verleih unmoralisch. Und jede noch so kleine Differenz zur Normalbeschäftigung muss herhalten, um angeblich negative Folgen beweisen zu können. Und diese reichen dann von gesundheitlichen Problemen über Spaltung ganzer Belegschaften bis hin zur systematischen Ausbeutung der Arbeitnehmer. Auch Sie, verehrte Kolleginnen und Kollegen von der Linken, machen das mit Ihrem ebenfalls vorliegenden Antrag mal wieder reichlich Gebrauch von dieser Argumentation. Aber dass die vorhandenen Unterschiede mit den Eigenheiten der Branche zu tun haben, geschenkt. So wird nämlich ein Großteil der Leistungen vor allem im Helferbereich erbracht. Dieses spiegelt sich logischerweise auch in der Bezahlung wider. Dass sich die Zeitarbeit in den letzten Jahren nicht zu einem Massenphänomen entwickelt hat, ebenfalls geschenkt. Zeitarbeit deckt trotz wachsender Zahl an Beschäftigten weiterhin nur einen Randbereich des Arbeitsmarktes ab. Mehr noch, der Anteil liegt aufgrund der allgemein steigenden Beschäftigung sogar bemerkenswert konstant bei unter 3%. Und dass anerkannte Forschungsinstitute wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung so manche These wie die der systematischen Verdrängung der Stammbelegschaft widerlegt hat, auch dies geschenkt. Es spielen dann anscheinend auch keine Rolle mehr, dass ein Großteil derjenigen, die in der Zeitarbeit beschäftigt sind, vorher arbeitslos waren. Zeitarbeit bietet Perspektiven. Zeitarbeit ist auch nach wie vor eine Brücke in den ersten Arbeitsmarkt. Deshalb, die Arbeitnehmerüberlassung hat seinen Platz am Arbeitsmarkt, denn sie bietet gleichermaßen Vorteile für Arbeitnehmer wie auch für Arbeitgeber. Diese Vorteile zu erhalten, war der Geist und zugleich Maßgabe des vorliegenden Entwurfs. Mit dieser Maßgabe haben wir konkrete Eckpunkte im Gesetz diskutiert. Der erste Punkt, den es zu erörtern galt, war eine zeitliche Begrenzung der Zeitarbeit. Laut Gesetz werden Arbeitnehmer vorübergehend entlassen. Was genau vorübergehend bedeutet, das war ein Auftrag, den das Bundesarbeitsgericht dem Gesetzgeber ursprünglich ins Aufgabenheft geschrieben hat. Dies kann mittlerweile weitaus offener formuliert werden. Verantwortlich hierfür sind Vorgaben auf europäischer Ebene. Daher stellt sich die Frage, wann nützt eine Höchstüberlassungsdauer eigentlich den Arbeitnehmern und wann schadet sie diesen? Ist es zum Nutzen des gut bezahlten Projektingenieurs, wenn er nach 18 Monaten von seinem Projekt abgezogen werden muss? Nützt es dem Kundenunternehmen, wenn es nach 18 Monaten einen neuen Mitarbeiter einarbeiten muss? Nein.
Trotz so mancher Wunschvorstellung müssen wir feststellen, dass es Konstellationen auf dem Arbeitsmarkt gibt, bei denen sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer eine flexible Beschäftigung anstreben. Der Gesetzgeber kann dies nicht verordnen. Somit stehen wir in der Verpflichtung, einen Rahmen vorzugeben, der den Bedürfnissen dennoch gerecht wird. Und im vorliegenden Entwurf ist dies unter reger Beteiligung der Sozialpartner sehr gut gelungen. Es gibt Möglichkeiten zur Abweichung, um die Anforderungen einer arbeitsteiligen Wirtschaft zu erfüllen. Auch wenn ich noch Verbesserungsbedarf sehe, wie der Beteiligung aller Tarifpartner inklusive der Zeitarbeitsbranche. Aber hierüber werden wir in den weiteren Beratungen noch mal sprechen. Der zweite Punkt bezieht sich auf die Bezahlung, konkret dem Equal Pay. Hier möchte ich zuallererst auf den rechtlichen Status quo hinweisen. Demnach hat bereits heute jeder Zeitarbeiter Anspruch auf ein gleiches Entgelt wie ein vergleichbarer Arbeitnehmer ab dem ersten Tag. Dies wird auch weiterhin gelten. Mit tariflichen Vereinbarungen können Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam abweichen. Eine solche Regelung speist sich nämlich aus dem Vertrauen des Gesetzgebers, dass die Sozialpartner am ehesten für die Interessen ihrer Mitglieder eintreten können. Und dies hat sich in der Praxis und über die Geschichte hinweg auch immer wieder bewahrheitet. Und in der Tat haben die Tarifgemeinschaft der Zeitarbeitsverbände und die Gewerkschaften ein umfangreiches Tarifwerk mit diversen Zuschlagstarifen auf den Weg gebracht. Der Gesetzgeber respektiert dies. Tarifautonomie ist ein hohes Gut in unserem Land. Und in dieser Legislaturperiode haben wir dies ja bereits mit mehreren Gesetzen untermauert. Das vorliegende Gesetz zieht nun nach 9 Monaten eine zeitliche Grenze ein, bis zu der eine Lohngleichheit spätestens erreicht werden muss. Damit werden diejenigen Branchen zurechtgewiesen, die sich mit solchen tariflichen Regelungen bisher schwer getan haben. Sicherlich ließe sich über den genauen Zeitpunkt noch mal streiten. Entscheidend ist aber, dass die Umsetzung für alle Beteiligten transparent und vor allem rechtssicher ausgeführt werden können. Denn bei allem, was wir mit diesem Gesetzespaket beschließen, so müssen wir eines verhindern, dass wir die anständigen Unternehmer, die sich vernünftig um ihre Mitarbeiter kümmern, unter einen Anfangsverdacht des kriminellen Handelns stellen und sie im Unklaren und in unklare Situationen versetzen, in denen ihnen dann vorschnell drakonische Strafen drohen. Ein dritter Punkt, auf den ich abschließend hinweisen möchte, ist die angestrebte Abgrenzung von Zeitarbeit und Werkverträgen. In der Praxis ist es nicht immer auf den ersten Blick klar erkennbar, inwieweit ein Beschäftigter in den Betriebsablauf eingebunden ist und Weisungen empfängt. Für die Unterscheidung, ob es sich um eine selbstständige Tätigkeit handelt, ist dies aber unabdingbar. Manche Unternehmen haben sich eine Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung auf Vorrat beschafft. Wir mussten allerdings feststellen, dass dieser doppelte Boden im Einzelfall zu einer erstaunlich hohen Kreativität führte und dies mit dem Ziel, bestehende Gesetze bis in den Graubereich des Erlaubten hinein auszureizen. Und diese Lücke wird nun geschlossen. Mit dem Verbot der Vorratserlaubnis schieben wir möglichen Missbrauch in Zukunft einen Riegel vor. Werkverträge und Zeitarbeit voneinander abzugrenzen, ist indes nicht mit einer einfachen Checkliste möglich. Unsere Arbeitswelt ist mittlerweile so vielfältig geworden, dass sich viele Fallgestaltungen nicht anhand einiger weniger Kriterien abbilden lassen. Dies mussten auch die vehementesten Kritiker erkennen. Somit ist eine Gesamtabwägung, wie es in der Rechtsprechung geübte Praxis ist, weiterhin unabdingbar. Ich bin froh, dass dies mittlerweile auch Teil dieses Gesetzes ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der vorliegende Gesetzentwurf trägt den komplexen Zusammenhängen Rechnung. Viele Seiten haben intensiv am Entstehen mitgewirkt und ihre jeweiligen Vorstellungen mit eingebracht. Mein Dank gilt auch dem federführenden Arbeitsministerium. Mit dem Gesetzentwurf haben wir einen Großteil des Weges bereits geschafft. Dennoch, einige Details sind im Parlament noch zu klären, auch wenn eine von Ihnen bereits veröffentlichte Broschüre aus Ihrem Hause dies so nicht vermuten ließe. Aber ich bin trotzdem zuversichtlich, dass wir das hinbekommen und dass am Ende des Tages ein ordentliches Gesetz stehen wird. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank. Als nächster Redner spricht Willi Brase von der SPD-Fraktion.